Heiligabend, gut eine halbe Stunde vor Mitternacht. Der Augsburger Dom hat sein Festtagsgeläut angestimmt. Es sind die 6 Glocken im Südturm der Kathedrale, die die Menschen zur Christmette rufen. Und sehr viele sind gekommen. Die meisten haben daheim einen geschmückten Christbaum zurückgelassen. Die gibt es auch hier im Dom. Doch im Mittelpunkt steht das Geschehen, das der Ursprung für unsere Weihnachtsfeier ist. Die Geburt Jesu Christi in einer kleinen, armseligen Krippe in Bethlehem. Mit seiner Menschwerdung macht Gott selbst einen neuen Anfang. Er eröffnet gerade denen eine ganz neue Perspektive, die von sich aus keinerlei Chance mehr dazu gehabt hätten. Freut euch im Herrn, heute ist uns der Heiland geboren, heute ist der Friede vom Himmel herabgestiegen. Ein Frieden, der alle Menschen etwas angehen kann, Männer wie Frauen, Einheimische wie Zugereiste, Alte und Junge, ein Frieden, der heute möglich ist. Dieses Heute haben die Hirten erkannt und begriffen, indem sie hinauf nach Bethlehem gingen, um das Ereignis zu sehen, das ihnen der Herr verkünden ließ. Und die Apostel freuten sich in ihrem Heute, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu erleiden. Und Petrus und Johannes bezeugten es als unmöglich, über das zu schweigen, was sie gesehen und gehört hatten. Diese Verkündigung hat sich durch die Geschichte der Kirche hindurch, trotz allen menschlichen Versagens, fortgesetzt bis in unsere Tage. Und so konnten sich die Menschen im Dom ganz vertiefen in das Geschehen dieser Nacht, auch wenn sie gerade noch gefangen waren in der Hektik ihres Alltags.